Ein herzliches Grüß Gott und willkommen beim heutigen Webcast von Vogel IT Medien und der Deutschen Telekom. Es geht um die deutsche Alternative zu den US-Clouds und die europäische Datenschutzgrundverordnung, die über so manchem Unternehmen und IT-Verantwortlichem wie ein Damoklesschwert hängt. Doch dazu später. Ich bin Ulrike Ostler, Chefredakteurin von Data Center Insider und Ihre heutige Moderatorin. Als solche möchte ich Sie mit einigen Formalien bekannt machen. Erstens, der Webcast wird aufgezeichnet und steht Ihnen alsbald auf der Data Center Insider Webseite zum Nachhören und Schauen on Demand zur Verfügung. Zweitens, Sie haben die gesamte Zeit während der Präsentation die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese werden, sofern die Referenten sie nicht ohnehin während ihres Vortrags beantworten, gesammelt und in einer Fragerunde zum Schluss beantwortet, soweit es geht. Die heutigen Experten von der Telekom wünschen sich eine rege Beteiligung und haben ein paar Fragen an Sie eingebaut. Bitte machen Sie mit. Kostet auch nichts. Damit möchte ich Ihnen die beiden Herren vorstellen. Frank Wagner, Vice President Business Services and Infrastructure bei der Deutschen Telekom und Herr Max Gul, er ist Produktmanager Open Telekom Cloud. Schönen guten Morgen, mein Name ist Frank Wagner, ich arbeite im Konzerndatenschutz der Deutschen Telekom. Wir kümmern uns mit meinem Team um die Gestaltung von Clouds über Privacy by Design. Wir sind sehr aktiv, was die Umsetzung und Implementierung der Datenschutzgrundverordnung im Unternehmen angeht. Und davon werde ich Ihnen nachher mehr erzählen. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Max Gul. Ich bin der Produktmanager für die Open Telekom Cloud, die wir Ihnen heute auch als eine Alternative zu den US-Clouds mit vorstellen wollen zu dem Thema. Dann wollen wir auch gleich anfangen. Die Thematik ist sehr interessant und sehr, sehr weitreichend. Wir haben es trotzdem versucht, uns auf eine sehr kurze und knackige Agenda zu einigen und Ihnen ein interessantes Spektrum zu bieten. Wir werden anfangen mit der Heranführung, was die Digitalisierung angeht, beziehungsweise auch die Cloud selber. Wir werden dann im zweiten auf die Vielfalt an Cloud-Lösungen eingehen, die es inzwischen auf dem Markt gibt. Und dann in Punkt 3 natürlich auf den Hauptpunkt der heutigen Veranstaltung, Sie vollumfänglich bezüglich der Datenschutzgrundverordnung informieren, dass Sie da auch entsprechend gewappnet sind. Und zu guter Letzt noch eine Möglichkeit mit an die Hand geben, also ein Produkt aus unserem Portfolio, mit dem Sie auch gut gewappnet sich für die DSGVO aufstellen können. Legen wir gleich los. Die Digitalisierung ist, ich glaube, in unserem Bereich für uns alle kein Neuland. Sie begleitet uns schon seitdem der Einführung des ersten Personal Computer und scheint auch kein Ende mehr zu nehmen. Im privaten Umfeld kaufen wir Bücher inzwischen als E-Books und auch zu Hause mit der Home-Automatisierung zieht immer mehr Digitalisierung im privaten Umfeld ein. Das Ganze ist auch nötig bzw. zeigt sich im geschäftlichen Umfeld, da hier die Notwendigkeit besteht, mit den wachsenden Anforderungen auf dem Markt auch Schritt halten zu können. Das heißt, man sieht das in Bereichen, wo wir kommunizieren. Wir haben begonnen mit Briefen, sind dann zu Mails übergegangen. Heute kommunizieren wir hauptsächlich per Chat oder teilen uns auch Daten über unterschiedliche Standorte hinaus und arbeiten gleichzeitig an den gleichen Dateien. Darüber hinaus haben sich Planungstools inzwischen auch so weit entwickelt, dass sie direkt Systeme ansteuern oder zum Beispiel direkt Roboter bedienen, sodass auch an Entwicklungs- und Fertigungsstraßen direkt der Computer an der Entwicklung bzw. auch der Entstehung an den Produkten beteiligt ist. Das Ganze hat natürlich einen immensen Mehrwert für nicht nur die IT gebracht, sondern auch für viele andere Bereiche. Aber wie das eben immer so ist, bietet es oder kommen wir da auch an neue Herausforderungen, die wir uns damit stellen müssen. Zum einen der kleinste gemeinsame Nenner bei dem Ganzen und zwar ist das die IT. Das Einzige, was nicht mitwächst und oft sehr statisch ist, ist die IT in diesem Umfeld. Und sie reicht oft sehr schnell den neuen Anforderungen, die Sie für Ihre Projekte brauchen, nicht mehr aus. Das heißt, Sie müssen stetig neu in Hardware investieren und sind damit eventuell sogar ein bisschen
dem Fortschritt erliegen und stehen da ein bisschen zurück. Denn auch die Verfügbarkeit und Bereitstellungsgeschwindigkeit, die ja auch von den Kunden und auch dem Inhouse, also im Haus auch von den Kollegen gefordert ist, spielt eine immer wichtigere Rolle. So wie eben auch bei der WebEx wollen sie uns natürlich auch die ganze Zeit hören und auch das spielt für sie und ihre Kunden natürlich eine große Rolle. Da das ein wichtiger Punkt ist bei der Digitalisierung, wird man auf dem Weg, wenn man digitalisiert, nicht drum herum kommen, sich auch um eine gute Cloud-Lösung Gedanken zu machen, beziehungsweise für seine eigene Cloud-Strategie. Denn genau bei den Herausforderungen kann eine Lösung aus der Cloud helfen, denn sie bringt genau die Dynamik in ihre IT, die sie auch brauchen, modernen und zukunftsträchtigen Anforderungen gerecht zu werden. Sie kennen das aus Ihrem Alltag. Sie haben IT-Projekte, wo der Ausgang natürlich ungewiss ist. Man weiß nicht, wie lange das laufen soll. Und Sie werden wahrscheinlich viel Gegenwind erfahren, wenn Sie dafür jetzt ganz spezielle Hardware kaufen müssen und natürlich in den Invest gehen müssen. Und da ist ein Projektaufbau oder ein Versuchsaufbau mit den schnell bereitstellbaren Ressourcen aus einer Cloud natürlich absolut ideal geeignet dafür, um nach wie vor einen großen Kostenvorteil zu haben, denn wir gehen hier nicht mehr in ein Kaufmodell, sondern wandern sozusagen in ein Leasing- oder Mietmodell von Ressourcen, die Sie auch nur bedarfsgerecht bezahlen. Das heißt, wirklich nur das, was Sie brauchen oder auch nutzen, wird Ihnen auch in Rechnung gestellt, sodass Sie wirklich einen sehr guten Kostenüberblick haben. Und natürlich auch die Konnektivität spielt dabei eine große Rolle. Das heißt, Anbindungen, die Sie in die Cloud haben, spielen eine wichtige Rolle, aber auch, wo Ihre Daten liegen. Sie können so von vielen Standorten, die Sie selber betreiben, zentrale Systeme auf eine Cloud-Lösung zum Beispiel bringen und auch dort die Daten zentral ablegen, sodass Ihre Steuerungssysteme keine große Anbindung durch die ganze Prärie oder durch das ganze Bundesrepublik benötigen, sondern können zentral arbeiten, wo jeder Ihrer Mitarbeiter von jedem Standort auch weltweit natürlich sicher darauf zugreifen kann. Jetzt im Großen und Ganzen stellt man dann fest, auf einem High Level, ja, die Cloud ist an sich doch eine ganz gute Sache. Wenn man sich das aber im Detail anguckt, stellt man fest, dass es nicht eine Cloud-Lösung für alle Ihre Business-Szenarien gibt. Sie haben ganz verschiedene Anforderungen, wo es wahrscheinlich unterschiedliche Variationen gibt, die Ihre Anforderungen erfüllen. Das fängt an bei den Schnittstellen, also APIs, die Sie ansprechen wollen, die eine Basis für Automation ergibt. Denn die Standorte, die Sie bevorzugen, ob Sie es nah bei sich haben wollen, ob Sie im internationalen Raum zusätzliche Standorte benötigen, aber natürlich auch die Lizenz zwischen den Rechenzentren zu Ihren eigenen Standorten oder auch von unterwegs spielt eine große Rolle. Und natürlich auch der, ja, ich sag mal, fast gefürchtete Vendor-Login, also auf welches Ökosystem wollen Sie sich denn wirklich einlassen, spielen bei der Wahl für ein entsprechendes Cloud-Produkt eine wesentliche Entscheidung. Aber nicht nur die Funktionalitäten, sondern natürlich spielt auch immer irgendwo der Preis mit. Und auch da werden Sie von Cloud zu Cloud unterschiedliche Preise sehen und auch finden und müssen auch da einfach ein bisschen darauf achten, ob für Ihre Szenarien, auf welcher Cloud das Richtige dabei ist. Und wenn Sie natürlich, wie auch heute und der Veranstaltung, einen hohen Wert auf Datenschutz legen, gilt es auch da für Sie, einen zusätzlichen Filter zu setzen, um die entsprechende Cloud für sich zu finden. Da als Beispiel, wenn Sie zum Beispiel einen hohen Fokus auf den Datenschutz legen, wäre zum Beispiel die Open Telekom Cloud, also das Public Cloud Angebot aus dem Hause der Deutschen Telekom, das jetzt ausschließlich aus der EU bzw. auch Deutschland heraus angeboten wird, eine Variante. Und für andere Bedürfnisse hätten Sie dann die Möglichkeit, aus anderen Portfolios mitzuwählen. Eine Umfrage des Forbes hatte bereits 2016 schon mal gezeigt, dass diese Auswahl von mehreren Cloud-Providern inzwischen keine Seltenheit mehr ist. Bis zu 89% der Firmen, die dort befragt wurden, nutzen inzwischen sogar zwei und mehr Cloud-Anbieter, sodass sie hier bereits sehr breit aufgestellt sind, um ihre separaten oder ihre
besonderen Szenarien auch unterschiedlich zu verteilen. Jetzt würde ich die Frage kurz in den Raum werfen und Sie einmal bitten, uns kurz mitgeben zu wollen, wie breit sind Sie denn bisher aufgestellt? Nutzen Sie bereits eine Cloud-Lösung? Sind es 1, 2 oder sogar mehr als 3 Cloud-Anbieter, die Sie aktuell nutzen? Ja, ich sehe, Sie haben sehr rege mit abgestimmt. Es gibt auch welche, die noch nicht auf Cloud-Lösungen setzen. Vielleicht schaffen wir es heute, ein bisschen Vertrauen für die Cloud-Welt zu schaffen. Aber auch für die, die bereits auf 3 und mehr setzen, bin ich sehr positiv angetan und hoffe, dass Sie da bereits die richtigen Entscheidungen treffen konnten und damit auch gut aufgestellt sind. Ich denke, das ist auch der Weg für die Zukunft, den es dafür einfach bedarf. Danke für die Beantwortung. Also, liebe Zuhörer, Sie sehen, die Cloud-Option ist da und laut IDC wird die Multicloud in 2018 das bestimmende Umsetzungsthema. Der Datenschutz in der Cloud ist jedoch bis dato fraglich. Ein aktuelles Beispiel, das durch alle Medien gegangen ist, ist der Datenklau bei Uber und vor allem Ubers Bemühen, diese Panne zu verheimlichen. Jetzt aber kommt die DSGVO. Zwangsläufig am 25. Mai 2018, also in gut 5 Monaten. Laut des Branchenverbands Bitkom ist jedoch jetzt erst jedes 8. Unternehmen hierzulande darauf vorbereitet, deren Vorgaben in vollem Umfang zu erfüllen. Und damit kommen wir zu einer Lösung, um dieses Problem anzugehen und damit auch zu Ihnen, Herr Wagner. Wir kommen zur Open Telekom Cloud. Vielen Dank, Frau Oskar. Ich möchte noch mal darauf eingehen, was denn die wesentlichen Ziele dieser Datenschutzgrundverordnung sind, die, wie bereits erwähnt, ab Mai nächsten Jahres vollständig in Kraft tritt. Mit der Schaffung der Datenschutzgrundverordnung hat man in Europa eine starke Harmonisierung erreicht. Zuvor war es ja so, dass es eine Datenschutzrichtlinie gab. Diese Richtlinie hat den Effekt, dass sie jeweils in nationales Recht umgesetzt werden musste. Das heißt, ausgehend von der Richtlinie mussten entweder neue Datenschutzgesetze geschrieben werden oder, so wie es in Deutschland der Fall war, mussten marginale Änderungen bestehender Datenschutzgesetze vorgenommen werden. Das hatte aber zum Effekt, dass es doch Unterschiede gab, wie der bekannte Teufel sehr im Detail steckten. Und die EU-Kommission hat mit der Veröffentlichung mit dem Erlass der Datenschutzgrundverordnung nun einen anderen Weg beschritten. Sie hat gesagt, die EU-Datenschutzgrundverordnung ist eben eine Verordnung und keine Richtlinie mehr. Was ist der Unterschied? Die Verordnung gilt unmittelbar. Das heißt, es gibt keine Erfordernis beziehungsweise nur noch einen ganz schmalen Rahmen, wo es Umsetzungen in nationalen Datenschutzgesetzen gibt. Das heißt, wir haben ein einheitliches Datenschutzrecht für Europa. Wir haben gleichzeitig das Marktortprinzip, das beschreibt, dass jeder Anbieter von Leistungen in Europa sich an die Datenschutzgrundverordnung halten muss. Es ist nun nicht mehr möglich, dass Anbieter kommen und sagen, ja, aber mein Firmensitz ist in Kalifornien und deswegen gelten deutsche oder europäische Datenschutzanforderungen nicht für mich, weil ich erfülle kalifornische Datenschutzanforderungen. Das geht nicht mehr zukünftig. Alle müssen sich an diese Datenschutzgrundverordnung halten und das schafft auch so etwas wie eine Wettbewerbsgleichheit. Weiteres Ziel bei der Gestaltung der DSGVO war die Effektivität. Im Bereich der Verantwortlichkeiten gibt es starke Vereinfachungen, indem man sagt, ich muss jetzt nicht mehr mit jeder einzelnen Niederlassung eines Unternehmens verhandeln als Datenschutzaufsichtsbehörde, sondern es gibt das Prinzip des One-Stop-Shop. Das heißt, die Aufsichtsbehörde, die am Sitzland der Gesellschaft ansässig ist, ist bevorzugter Ansprechpartner und sie ist verbindlicher Sprecher für die EU-Anforderungen in Bezug auf die Dinge, die man mit Aufsichtsbehörden im Zweifel im Detail besprechen muss. Also wenn es Dinge gibt, die nicht eindeutig geregelt sind, dann kann man zur Aufsichtsbehörde gehen und wenn man das mit der Aufsichtsbehörde erörtert hat und Einverständnis erzielt hat, dass man bestimmte Lösungen so bauen kann,
dann hat es auch europaweite Gültigkeit und man ist als Unternehmen nicht mehr dieser Unsicherheit ausgesetzt, dass man im Zweifel mit jeder Datenschutzaufsichtsbehörde eines jeden Landes derartige Gespräche führen muss. Gestärkt wurden die Rechte der Betroffenen in Bezug auf Transparenz. Und es sind drei Dinge eingeführt worden, die voneinander abhängen. Das ist das sogenannte Privacy Impact Assessment oder zu Deutsch die Datenschutzfolgenabschätzung. Das ist Privacy by Design. Das meint die Berücksichtigung von Datenschutzanforderungen zu Beginn von Entwicklungsprozessen bereits, um zu verhindern, dass irgendwelche Dinge entwickelt werden, die Datenschutz nur ungenügend entsprechend berücksichtigen. Und dritter Aspekt, man spricht von Privacy by Default, das heißt oder umschreibt die Anforderungen nach datenschutzfreundlichen Voreinstellungen in Systemen. Systeme sollen so gestaltet sein, dass sie mit möglichst wenig, idealerweise ohne personenbezogene Daten auskommen in der Grundeinstellung und dass, wenn man weitere personenbezogene Daten verwenden und verarbeiten will, dass man dann das über die Einstellungen später legitimiert. Die Verordnung ist in Gänze direkt anwendbar. Sie gilt für alle Verarbeitungen, die wir derzeit haben. Die DSGVO hat immer Vorrang, soweit der Regelungsbereich reicht. Da sage ich gleich noch was dazu. Es gibt Öffnungsklauseln im Bereich der elektronischen Kommunikation. Also wenn man das im deutschen Rechtsraum betrachtet, dann beziehen sich diese Ausnahmen derzeit auf den Geltungsbereich des Telekommunikationsgesetzes und des Telemediengesetzes. Aber auch hier wird eine weitere europäische Regelung erwartet, die sogenannte E-Privacy-Verordnung, die genau den Bereich der elektronischen Kommunikation auch, genau wie die DSGVO, zukünftig europaweit regeln soll. Wir erwarten von der E-Privacy-Verordnung, dass sie möglicherweise noch im Jahre 2018 erlassen wird und dann es einen kürzeren Umsetzungszeitraum geben wird, bis man auch compliant sein muss zur E-Privacy-Verordnung. Für die DSGVO war dieser Zeitraum 2 Jahre, wenn man es von der Gesetzgebung her betrachtet, ein relativ großzügiger Zeitraum. Wenn man es aus Unternehmenssicht betrachtet, dann hätte man selbstverständlich gerne mehr Zeit gehabt, weil es ist ja nicht nur so, dass diese europäische Verordnung erlassen wurde, die man dann erstmal übersetzen muss in die jeweiligen Unternehmenskontexte. Was bedeutet das für das jeweilige Unternehmen? Was muss ich denn jetzt konkret tun? Und da hätte man gerne noch mehr Zeit, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass Aufsichtsbehörden jetzt im Laufe der Zeit Empfehlungen zu unterschiedlichen Themen aussprechen, was natürlich dann auch nochmal einen Impact auf die jeweiligen Umsetzungsszenarien hat. Wir als Deutsche Telekom haben die Ableitung, was ergibt sich denn für uns an Handlungsmomentum aus der EU-Datenschutzgrundverordnung in sogenannten Binding Interpretations niedergeschrieben. Diese Binding Interpretations finden Sie am Ende des Vortrags in Form von Links. Diese haben wir veröffentlicht und Sie können die herunterladen und können sich daran, wenn Sie das möchten, orientieren. Ich sehe eine Frage im Chat. Da geht es um die amerikanischen Cloud-Anbieter. Ich gehe nachher noch im Rahmen meines Vortrags auf diese Problematik ein und auch auf die Frage, die hier genannt ist, welches Gesetz Vorrang hat. Ich möchte Ihnen zuvor einen Überblick geben über die Themen der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben das grob in 8 Bereiche geteilt. Es gibt die Grundsätze der Datenverarbeitung, da geht es um gesetzliche Grundlagen, was darf ich weiterverarbeiten. Da geht es im Wesentlichen auch um Einwilligungsszenarien, quasi die höchste Form der Legitimation einer Datenverarbeitung ist immer, wenn ich jemanden frage und erkläre ihm genau, pass mal auf, das möchte ich mit deinen Daten machen, bist du damit einverstanden? Und wenn ich das bestätigt bekomme, dann kann ich auch gefahrlos diese Daten verarbeiten. Es gibt einen zweiten Block, der bezieht sich auf die Rechte des Einzelnen. Da geht es um Transparenz, da geht es um Auskunft, da geht es natürlich auch um so Dinge wie Profiling und es geht um Datenportabilität und das Recht auf Löschung.
Datenportabilität ist eine Vorgabe aus der DSGVO, die so in Richtung der Login-Problematik von Cloud zielt. Ich muss in der Lage sein, meine Daten, die ich bei einem Anbieter habe, möglichst problemlos mitzunehmen zu einem anderen Serviceanbieter. Und das Recht auf Löschung wird jetzt deutlicher unterstrichen. Es gibt nicht mehr diese Sonderlocke, die wir zuvor im Bundesdatenschutzgesetz hatten, dass Daten durch sogenanntes Sperren von der weiteren Verarbeitung ausgeschlossen werden konnten. Das ist zukünftig nicht mehr legitim. Meine Lesart ist, es wird einfacher, weil ich muss klar festlegen, für wie lange darf ich welches Datum haben. Und wenn die Legitimation weggefallen ist, dann müssen Daten gelöscht werden. Das sollte ich tunlichst auch dokumentieren. Es gibt weitere Definitionen im Bereich der Definition von Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern. Man spricht in der DSGVO nicht mehr von Auftragsdatenverarbeitung, weil es auf der Hand liegt, dass Daten verarbeitet werden. Man spricht nur noch von Auftragsverarbeitungen. Da gibt es eine leichte Verschiebung im Bereich der Haftung, dass Dienstleister auch mit in die Haftung gezogen werden können. Es wird nochmal die Dokumentationspflicht unterstrichen. Es wird Wert darauf gelegt, dass Verträge geschlossen werden und dass es Verfahrensverzeichnisse gibt, auch hier neu. Zukünftig muss es auch ein Verzeichnis geben derjenigen Verarbeitungen, die im Auftrag, also als Dienstleistung für jemanden erbracht werden. Dieses Verzeichnis ist neu. In der Vergangenheit musste man nur ein Verzeichnis führen der Verarbeitungen, für die man selbst verantwortlich war. Im Bereich der internationalen Datentransfers gibt es zusätzliche Möglichkeiten, zukünftig über Zertifizierungen sich von der Qualität eines Anbieters überzeugen zu lassen. Das Problem dabei ist, dass für die DSGVO noch keine anerkannten Zertifizierungen zur Verfügung stehen. Wohl aber gibt es eine ganze Reihe von Zertifikaten, die ihre Hausaufgaben schon gemacht haben und loslegen können, wenn denn auf europäischer Ebene die Voraussetzungen für entsprechende Zertifizierungsverfahren geschaffen würden. Diese Voraussetzungen sind durch die sogenannte Datenschutzgruppe auf Ebene der EU zu schaffen. Diese Datenschutzgruppe muss entscheiden über Akkreditierungen, also wer darf denn die Zertifizierung durchführen, und über Zertifizierungskataloge, also nach welchen Kriterien wird denn zertifiziert. Das sind Entscheidungen, die noch offen sind. Es gibt viele Anbieter von Zertifikaten, die alle Hausaufgaben gemacht haben und die zu dieser Datenschutzgruppe gehen werden in dem Moment, wenn die Datenschutzgruppe ihre Arbeit aufnimmt. Im Bereich der Datenschutzfolgenabschätzung und der technischen Aspekte in Bezug auf Sicherheit sehen Sie die Themen Privacy by Design, Sie sehen Pseudonymisierung, Sie sehen Sicherheit, Sie sehen zwei Abkürzungen, die ich gerne erkläre in dieser Runde. Das eine sind die sogenannten TOMs, die technischen und organisatorischen Maßnahmen des Datenschutzes, also mit welchen Maßnahmen sorge ich für Sicherheit von personenbezogenen Daten. Und unter der Überschrift Datenschutzfolgenabschätzung finden Sie hier eine Telekom-interne Abkürzung PSA. Mit PSA bezeichnen wir das Privacy and Security Assessment. Das ist unser Prozess im Rahmen unseres Datenschutzmanagementsystems, über den wir die zukünftigen Vorgaben von Privacy by Design und Privacy by Default und die Privacy Impact Assessments bereits seit Jahren implementiert haben. Wir praktizieren dieses Privacy and Security Assessment seit nunmehr 9 Jahren, haben also reichlich Erfahrung und sind in der glücklichen Rolle, dass wir die Anforderungen nach Privacy by Design, by Default und nach einem Privacy Impact Assessment nicht mehr zusätzlich implementieren müssen, sondern dass wir da schon entsprechende Prozesse in place haben. Es gibt Öffnungsklauseln im Umgang mit Mitarbeiterdaten. Es gibt in bestimmten Szenarien Öffnungsklauseln für den Umgang mit Gesundheitsdaten. Dies bezieht sich insbesondere auf Forschung. Und den wichtigsten Punkt zuletzt genannt, warum gibt es gerade diesen Hype bei der Datenschutzgrundverordnung? Ich habe erheblich höhere Sanktionslevel, als ich das zuvor in den Datenschutzgesetzen hatte. Zukünftig ist es so, dass im Rahmen der DSGVO Strafen von 10 bzw. 20 Millionen Euro
ausgesprochen werden können, beziehungsweise 2 oder 4% des weltweiten jährlichen Umsatzes des Unternehmens beziehungsweise des Konzerns. Also wichtiges Learning hierbei, ich habe drakonische Risiken aus dem hohen Sanktionslevel der DSGVO und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das gerade auch so aufgeregt in den Unternehmen diskutiert wird und auch zu Recht, weil ich muss mit ganz anderen Risikowerten umgehen, als ich das derzeit musste. Derzeitige maximale Sanktionslevel liegen bei 300.000 Euro, damit Sie das einordnen können. Ich habe nicht nur Datenschutz und IT-Sicherheit als rechtliche Themen, wenn ich mir Gedanken mache über eine Cloud-Einführung, sondern bitte berücksichtigen Sie auch Compliance-Themen, vertragsrechtliche Themen, Lizenzfragen möglicherweise, wie viele Lizenzen brauche ich, um einen bestimmten Service auch nutzen zu können. Und gerade in Deutschland empfiehlt es sich auch, die innerbetriebliche Mitbestimmung nicht außer Acht zu lassen, um zu verhindern, dass irgendwelche Cloud-Einführungen durch Betriebsräte blockiert werden. Empfiehlt es sich sehr früh und transparent mit diesen Themen umzugehen. Mit dem Fokus auf Datenschutz ist es so, dass man feststellen muss, dass die Datenschutzaspekte im Cloud Computing sich nicht von den Datenschutzaspekten einer sogenannten Auftragsverarbeitung unterscheiden. Das heißt, ich muss mir Fragen beantworten, wer ist denn verantwortlich für eine ordnungsgemäße Datenverarbeitung? Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeite ich personenbezogene Daten? Wie kommen die Weisungen des Auftraggebers zustande? Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen gibt es denn? Wie kann ich denn einen Auftraggeber, wie kann ich denn aus Auftraggebersicht meine Kontrollpflichten wahrnehmen? Und was ist in Bezug auf Transparenz und Trennungsgebot, Trennungsgebot bezeichnet man auch als Mandantenfähigkeit von Systemen. Das muss ich mir im Endeffekt genauer angucken. In Bezug auf die vorhin aufgeworfene Frage, was ist denn im Umgang mit unsicheren Drittstaaten, muss man konstatieren, dass die DSGVO eine Verarbeitung personenbezogener Daten in den Ländern untersagt, die nicht über ein vergleichbares Datenschutzniveau, wie wir es in der EU vorfinden, dass das eben untersagt ist. Und man muss dann die Frage stellen, wie kann ich denn die Datenverarbeitung entsprechend legitimieren in solchen Drittstaaten. Da gibt es 3 unterschiedliche oder 4 unterschiedliche Varianten. Eine davon ist, es handelt sich um Länder, wo die EU-Kommission gesagt hat, so wie wir das Rechtsregime dieses Landes bewerten, gibt es dort ein vergleichbares Datenschutzniveau. Dazu gehört die Schweiz. Wir wissen, die Schweiz ist nicht Mitglied der Europäischen Union, wenngleich sie im Herzen Europas liegt. Aber da gibt es einen Angemessenheitsbeschluss. Das gilt aber auch für Länder wie Argentinien, Kanada, Israel. Es gibt noch ein paar mehr. Verschiedene Kanalinseln gehören dazu. Und diese Liste wird von der EU-Kommission regelmäßig gepflegt. Zweite Möglichkeit ist die Vereinbarung von sogenannten Binding Corporate Rules, dass man sagt, innerhalb einer Unternehmensgruppe committet sich ein Unternehmen auf bestimmte Standards, wie es denn intern mit personenbezogenen Daten umgeht. Wir haben solche Binding Corporate Rules in place als Konzern Deutsche Telekom. Diese erleichtern uns die innerbetrieblichen Datentransfers und erleichtern die Zusammenarbeit im internationalen Umfeld, wenn es darum geht, Mitarbeiterdaten zu teilen oder Ähnliches. Ist das ein probates Mittel? Und über diese Binding Corporate Rules beweisen wir, dass wir ein vergleichbares Datenschutzniveau haben. Diese Binding Corporate Rules wurden im engen Dialog mit den Datenschutzaufsichtsbehörden entwickelt und sie werden auch durch die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde in Deutschland, ist es die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit, entsprechend freigegeben. Wichtiges Instrument in der Legitimation des Umgangs mit personenbezogenen Daten in Drittstaaten, die eben nicht über einen Angemessenheitsbeschluss verfügen oder über Binding Corporate Rules, sind die sogenannten EU Standardvertragsklauseln. Aus meiner derzeitigen Sicht allererste Wahl, und das ist auch Konzernstandard, wenn wir Partnern mit Unternehmen in
Drittstaaten, auch mit amerikanischen Unternehmen, dann greifen wir zu diesem Instrument der EU-Standard-Vertragsklauseln. Unsichere Drittstaaten sind beispielsweise die USA, sind alle Staaten außerhalb von Europa, die nicht über einen Angemessenheitsbeschluss verfügen. Dazu zählen die USA, dazu zählen etliche Staaten in Latein- und Südamerika, dazu zählen auch Länder im asiatischen Raum, dazu zählt auch Russland und so weiter. Also alles, was nicht EU ist und nicht über einen Angemessenheitsbeschluss verfügt, sind unsichere Drittstaaten. Diese EU-Standardvertragsklauseln haben einen besonderen Charme. Sie werden erlassen von der EU-Kommission. Ihr Inhalt ist nicht verhandelbar. Das heißt, in Verhandlungen, insbesondere mit amerikanischen Unternehmen, gab es in der Vergangenheit immer diesen Streit, können wir die Safe Harbor Principles oder die Nachfolgeregelung Privacy Shields vornehmen als Legitimation oder machen wir EU-Standardvertragsklauseln, auch EU-Model Clauses genannt. Für uns war es so, dass wir schon immer als Konzern gesagt haben, wir wollen EU-Standardvertragsklauseln vereinbaren, eben weil es dort nichts zu verhandeln gibt. Wir haben das Gap zwischen EU-Standardvertragsklauseln und den Anforderungen aus dem alten Bundesdatenschutzgesetz in einem ergänzenden Vertrag abgebildet und haben versucht, diesen ergänzenden Vertrag ebenfalls zum Abschluss zu bringen. Wir haben es versucht abzulehnen, Safe Harbor Principles zu vereinbaren. Es gab ganz wenige Ventoren, die sich nicht darauf eingelassen haben und wo wir gesagt haben, okay, wir wollen aber unbedingt bestimmte Ventoren unter Vertrag nehmen. Dort haben wir in der Vergangenheit Safe Harbor Principles akzeptiert. Wir haben aber nach der Aufkündigung des Safe Harbor Abkommens diesen Zeitraum genutzt und haben mit all diesen Unternehmen dann auch EU Model Clauses abgeschlossen, weil wir ansonsten einen regelungsfreien Zustand gehabt hätten, beziehungsweise wir hätten befürchten müssen, dass diese Datentransfers illegal gewesen wären, weil sie nicht durch Verträge entsprechend gecovert waren. Insoweit ist auch diese Nachfolgeregelung Privacy Shield eine Regelung, die für uns keine Rolle spielt, sondern wir setzen auf EU Model Clauses. Wichtiges Learning dabei ist, wenn Sie überlegen, einen Cloud-Provider einzusetzen, der nicht aus Europa kommt, nicht alleine darauf zu achten, wo werden denn die Daten gespeichert. Also wenn Sie jetzt gucken, wer hat denn Datacenter in Deutschland respektive in Europa, da finden Sie nahezu alle relevanten Cloud-Anbieter mittlerweile. Sie müssen aber auch beurteilen, von wo aus wird auf die Daten zugegriffen. Und zwar nicht aus Anwenderperspektive. Max Kuhl hat gesagt, typisches Merkmal für solche Cloud-Szenarien ist, dass ich rund um die Welt auf meine Daten zugreifen kann. Ja, die Frage, die hier zu stellen ist, von wo aus erfolgt denn das Management dieser Cloud-Infrastruktur? Und wenn das Management dieser Cloud-Infrastruktur aus unsicheren Drittstaaten erfolgt, auch wenn die Daten in europäischen Rechenzentren gespeichert werden, ist der Regelungstatbestand einer internationalen Datenübermittlung in unsichere Drittstaaten beispielsweise dann gegeben, wenn solche Wartungszugriffe aus den USA beispielsweise erfolgen. Und Sie müssen dann auch entsprechende Verträge schließen. Weiterer Aspekt, wenn wir über die USA sprechen, sind die sogenannten Behördenzugriffe. Viele Verantwortliche haben Angst, dass amerikanische Regierungsinstitutionen, hier ist die NSA genannt, Daten abgreifen bzw. sich Zugang verschaffen zu diesen Daten. Diese Eingriffe widersprechen zumeist europäischen rechtlichen Vorgaben, befinden sich aber im Einklang mit der amerikanischen Rechtslage. In den USA ist es so, dass es Gesetze gibt, die nicht zwingend transparent sein müssen und die es legitimieren, für solche Regierungsorganisationen zu Unternehmen zu gehen und zu sagen, du hast einen Kunden XY, ich interessiere mich für diesen Kunden und du gibst mir jetzt bitte sämtliche Daten zu diesem Kunden und du darfst auch nicht darüber sprechen, dass ich von dir diese Daten dieses Kunden angefordert habe. Das fühlt sich aus deutscher Sicht ungewöhnlich an. In Amerika entspricht es dem dort gültigen Recht und dem dort gültigen Rechtssystem.
sodass wir nur jedem, der sich mit solchen Szenarien beschäftigt, empfehlen können, sie müssen für sich selber bewerten, ob sie ein solches Risiko für akzeptabel erachten oder ob das für sie ein Problem darstellt. Und dann kommen möglicherweise bestimmte Cloud-Anbieter nicht in die engere Wahl. Microsoft hat einen Vorgang zum Anlass genommen, vor Gericht zu gehen. Und zwar ging es um die Beauskunftung von Daten, die in einem Rechenzentrum von Microsoft in Dublin gespeichert waren. Microsoft hat sich geweigert, dieser Datenherausgabe zu folgen, ist vor Gericht gezogen, hat Recht bekommen, hat das über verschiedene Instanzen geklagt. Die sind jetzt mit ihrem Verfahren quasi beim höchsten Gerichtshof in den USA angelangt. Aber um sich vor Augen zu führen, was passiert da, Google hat das Gleiche probiert, kam an ein anderes Gericht und kam zur gegenteiligen Auffassung eines absolut vergleichbaren Sachverhalts. Es ging auch dort um die Beauskunftung von Daten eines Google-Kunden, die eben nicht in den USA gespeichert waren, sondern außerhalb von den USA. Und hier wird deutlich, man hängt am seidenen Faden der Rechtsprechung. Da gibt es eine Grundlage, die bekannt ist, den sogenannten Stored Communication Act, der vor ordentlichen Gerichten verhandelt wird. Es gibt aber auch sogenannte Geheimgesetze in den USA. Das heißt, da kriegt man das Gesetz gar nicht zu sehen, sondern ein Richter kommt um die Ecke und sagt, ich bin Richter und ich sage dir, es gibt ein Gesetz und du musst mir jetzt die Daten geben und du darfst nicht drüber reden. Das sind alles Szenarien, mit denen man sich auseinandersetzen muss unter der Rubrik Behördenzugriffe, insbesondere aus den USA. Aber auch in anderen Ländern gibt es derartige Gesetze, sei es Russland, sei es China oder sonst irgendwas. Auch dort muss ich jeweils mir versuchen, ein Bild zu verschaffen. Wir haben uns hier fokussiert auf die USA, weil es durchaus bedeutende Cloud-Anbieter aus den USA gibt und es dort natürlich eine ganz besondere Rolle spielt. Microsoft ist ein gutes Stichwort. Wir sind natürlich stolz darauf, dass Microsoft zu uns kam und hat mit der Erfahrung, die Sie gemacht haben mit den Gerichtsverfahren, mit den Auskunftsersuchen und natürlich mit den Kundenbegehrlichkeiten, dass Microsoft zu uns kam und hat gesagt, könnt ihr als T-Systems nicht als Datentreuhänder für uns agieren und seid ihr bereit, mit uns zusammen ein Modell zu entwickeln, welches das Angebot von Microsoft Services im europäischen Raum und insbesondere in Deutschland eröffnet, ohne diese Problematik der Behördenzugriffe aufzumachen. Daraus ist dieses sogenannte Treuhandmodell oder auch die Microsoft Cloud Germany entstanden, die sich dadurch auszeichnet, dass Zugriffe auf die Cloud auch für Managementzwecke nur temporär eröffnet werden. Es gibt einen Katalog von legitimen Zugriffsberechtigungen für Wartungen, der durch unsere Mitarbeiter überwacht wird. Jeder einzelne Zugriff muss separat legitimiert werden. Das heißt, es gibt ein Workflow, ein Antragsverfahren, wo ein Microsoft-Techniker sehr genau spezifizieren muss, auf was er zugreift, zu welchem Zweck er zugreift, was die Motivation für diesen Zugriff ist und wie lange dieser Zugriff erfolgt. Dieser Zugriff wird von uns kontrolliert und von uns aktiviert. Er wird jeweils nur für kurze Zeit gewährt und wird natürlich sehr stark überwacht und sobald der Zugang nicht mehr benötigt wird, wieder beendet. Und nicht nur das, es gibt von vornherein eine zeitliche Definition dieser Zugriffsrechte und dann erfolgt die Terminierung des Zugriffs, wenn die Zeit nicht ausreicht und man muss die Prozedur erneut durchgehen. Im Endeffekt kann man sagen, wenn man Cloud betrachtet, es gibt einen Paradigmenwechsel zwischen klassischer Auftragsverarbeitung und Auftragsverarbeitung in der Cloud. Bei der klassischen Auftragsverarbeitung habe ich mir einen Anbieter gesucht, der meine individuellen Anforderungen am besten erfüllt. Bei Cloud komme ich eher mit der Fragestellung, was gibt es an fertigen Lösungen und wie kommen diese fertigen Lösungen meinen Anforderungen am nächsten. Das heißt, eigentlich bin ich nicht mehr so in der Rolle, dass ich mir mein Menü sozusagen selbst zusammenstelle, sondern ich muss mir angucken, was steht denn auf der Speisekarte und was möchte ich denn gerne bestellen. Letzter Punkt, aus meiner Erfahrung ist es, wenn es um Privacy by Design geht, relevant, möglichst frühzeitig die
Rollen Data Security und Data Privacy im Unternehmen zu beteiligen. Je früher wir beteiligt sind, desto besser können wir Geschäftsmodelle beraten und ihnen sagen, wenn sie ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, dann gehen sie besser halb rechts, anstatt linksrum zu gehen, weil linksrum könnten wir die rechtlichen Anforderungen nicht erfüllen. Es hat auch den Vorteil, dass von vornherein die Datenschutzanforderungen berücksichtigt werden und man dementsprechend agieren kann und kann die Anforderungen direkt mit implementieren. Nun würde ich Sie fragen wollen, um quasi nochmal auszuwählen, was sind denn die Kriterien, die für die Auswahl eines Cloud-Providers besonders wichtig sind. Mehrere Antworten sind erforderlich. Es geht hier nicht nur darum, ein Kriterium auszuwählen, sondern sich wirklich zu überlegen, was brauche ich denn alles, um einen Cloud-Anbieter mir auszusuchen, auszuwählen. Und ich sehe, Sie legen viel Wert auf das Wissen, wo die Speicherorte der Cloud sind. Denken Sie daran, das ist auch wichtig, von wo aus wird eine Cloud gemanagt. Sie gucken sehr stark auf Datensicherheit, was sehr, sehr gut ist. EU-Standard-Vertragsklauseln spielen eine Rolle, wenn Sie Anbieter außerhalb von Europa einsetzen. Und wenn Sie personenbezogene Daten in einer Cloud verarbeiten wollen, dann brauchen Sie selbstverständlich auch einen Vertrag über die Auftragsverarbeitung. Das ist doch ein sehr klares Bild. Dankeschön, Herr Wagner. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, Sie sind in der Pflicht. Die Nichteinhaltung der DSGVO kann für Unternehmen sehr teuer werden, aber auch für einzelne Personen. Es besteht Erklärungsbedarf, was diese Verordnung angeht. Nur die Cloud pur hilft dabei nicht. In der kurzen Umfrage von vorhin hat sich gezeigt, dass vielen von Ihnen wichtig ist, wo die Cloud gespeichert wird. Herr Guhl, inwiefern sind denn nun Ihre Kunden mit Ihrer Lösung konkret in Sachen Cloud-Sicherheit besser geschützt und auf die Umstellung zur Datenschutzgrundverordnung besser vorbereitet? Ich denke, mit der Nutzung der Open Telekom Cloud schafft man zumindest mit der Infrastruktur die Grundvoraussetzung, um für die DSGVO gewappnet zu sein. Wie Herr Wagner eben schon gesagt hat, da gehört natürlich weitaus mehr dazu als einfach nur die richtige Auswahl des Providers, sondern man muss auch noch in das Design seiner Applikation und Co. eben noch viel mehr Know-how aus dem Security-Bereich mit einbringen. Um aber da die Grundlage zu schaffen, würden wir, wie gesagt, kommt in die Open Telekom Cloud vorstellen, die dafür eine ausgezeichnete Grundlage bietet. Wir sind mit der Public Cloud Angebot der Deutschen Telekom seit März letzten Jahres, also 2016, am Markt und sind seitdem wirklich sehr rasch gewachsen und haben zu Beginn mit Infrastructure as a Service, also so Standarddienstleistungen, die Sie kennen, wie virtuelle Server, Netzwerkfunktionalitäten und natürlich auch Storage begonnen und sind inzwischen auch in die Bereiche SaaS und PaaS übergegangen, um wirklich fertige Datenbanken wie zum Beispiel MySQL, PostgreSQL oder auch fertige virtualisierte Desktop-Systeme aus der Open Telekom Cloud heraus anbieten zu können. Bei der Open Telekom Cloud setzen wir vollumfänglich auf OpenStack, also ein offenes Cloud, also ein Open-Source Cloud-Management-Tool. Für die das vielleicht noch nicht kennen, OpenStack ist aus einem Projekt zwischen der Rackspace und NASA damals entstanden und wird jetzt inzwischen von einer Community von über 65.000 Entwicklern von großen, aber auch kleinen Firmen weiterentwickelt. Und auch wir profitieren nicht nur einfach davon, sondern sind auch Teil der Community und entwickeln es stetig weiter und sehen das auch als eine Zukunfts-Cloud-Plattform. Für die OpenStack vielleicht schon kennen, die haben das eventuell noch etwas, komplex in Erinnerung, denn es bietet viele Möglichkeiten bringen aber immer eine Komplexität mit. Wir haben geschafft, über zwei Wege die Open Telekom Cloud anzubieten. Einmal über eine sehr intuitive grafische Oberfläche, in der man sich die Services sehr einfach zusammenklicken kann, aber natürlich auch die Anbindung via API. Und da setzen wir, soweit es eben sicherheitstechnisch auch geht, auf die Standard-APIs von OpenStack, um eben auch den Vendor-Login hier so gering wie möglich zu halten, um ihn
Es klingt blöd, aber eben auch keine Steine in den Weg zu legen, sollte Ihnen das Produkt nicht gefallen. Wir verfolgen auch hier den Ansatz API First, also versuchen für die Automation und die Skripte möglichst viele Anbindungen dort zur Verfügung zu stellen. Eine kleine Auswahl an dem, was wir haben. Sie haben gesehen, wir hatten ein sehr buntes Sortiment inzwischen angereichert. Ist zum Beispiel ein kleiner Einblick in unsere Flavor. Jetzt nicht erschrecken, die Flavor sind ähnlich, wie man das von Eissorten kennt, einfach vorkonfigurierte Verhältnisse zwischen CPU und Arbeitsspeicher. Hier eine kurze Übersicht über Flavor, die für alltägliche Aufgaben zur Verfügung stehen, wie Webserver, Webseiten, Mail-Server oder was im Alltag eben zu erledigen ist. Aber darüber hinaus bieten wir auch Flavor an, die für ganz besondere Anforderungen notwendig sind, wie zum Beispiel Systeme, wo eine Grafikkarte als Unterstützung mit dazu genutzt werden kann, aber auch, wie eben schon genannt, Workspace, also digitalisierte oder virtualisierte Arbeitsplatzsysteme, beziehbar direkt aus der Cloud. Egal für welchen Flavor oder Service Sie sich entscheiden, die Sicherheit oder der Datenschutz ist in der OTC quasi mit eingebaut. Mein Kollege Frank Wagner das schon gesagt hat, alle unsere Produkte sind nach dem Privacy by Design aufgebaut worden. Also bietet auch die Open Telekom Cloud von Haus aus bereits ein rollenbasiertes Zugriffskonzept, sodass Sie stets die Oberhand haben, wer denn bei Ihnen managen darf und welcher Administrator wo agieren kann. Besonders in dem Bereich offen bzw. auf die offenen Standards sind wir sehr, sehr stolz, dass wir auch mit OpenStack dort auf einen Partner setzen oder auf eine Software setzen, wo wir den Vendor-Login so gering wie möglich halten. Und auch das konnte uns bereits der API-Kompatibilitätstest von dem DevCore für eines unserer Module bereits bestätigen, sodass Sie auch da von anderen oder bestehenden ihren eigenen OpenStack-Umgebungen auch die Möglichkeit haben, in die Open Telekom Cloud zu wechseln und wir ihnen die Hürde da so gering wie möglich versuchen eben zu setzen. Ähnlich dynamisch wie auch die Ressourcen sind auch die Preismodelle. Ich hatte es vorhin kurz angedeutet. Wir bieten für alle die, die schnell, viel und hohe Dynamik brauchen, natürlich ein Pay-as-you-go-Modell, also ein Modell, bei dem Sie wirklich nur das bezahlen, was Sie brauchen. Das wird minutengenau erfasst und am Monatsende Ihnen dann sozusagen in Rechnung gestellt. Da sehen Sie dann ganz klar und transparent, was ist wirklich angefallen. Oder aber Sie haben Anforderungen, die über einen längeren Zeitraum hinausgehen, wo Sie wissen, da brauche ich jetzt länger den gleichen Ressourcentyp zum Beispiel. Dann können Sie mit den Reserved-Modellen wirklich in Zeiträumen von 12, 24, 36 Monaten sich einfach für die Ressourcen committen und dort von zweistelligen hohen Rabatten auch profitieren, wenn das für Ihre Anwendung dort in Frage kommt. Zum Thema Sicherheit, auch wenn wir jetzt auf einen offenen Standard setzen, steht das in keinem Widerspruch zur Datensicherheit. Im Gegenteil, es ist oft sogar sehr hilfreich, so eine große Community mit an der Hand zu haben, um Probleme schnell aus der Welt zu schaffen und Probleme in so einer Software eben auch gelöst zu bekommen. Wie schon gesagt, das Management der Open Telekom Cloud erfolgt ausschließlich durch die Deutsche Telekom bzw. T-Systems und dann auch nur im europäischen Raum. Also wir sind, was den Standort und den Management angeht, absolut komfort, was die DSGVO angeht. Und das konnten uns auch einige Zertifikate bereits bestätigen. Also angefangen von Standardzertifikaten, die in der IT doch Standard sein sollten, wie die ISO 27001 oder 27017, geht es darüber hinaus auch in eine Listung des TÜVs als Trusted Cloud-Anbieter mit der Open Telekom Cloud, also vom Bundesministerium hiermit aufgelistet. Aber auch auf das Zertifikat TCDP, also Trusted Cloud Data Profile in der Version 1.0, sind wir sehr, sehr stolz, denn es ist aktuell das schwierigste zu erreichende Zertifikat, was sich als Ziel setzt, der DSGVO, die nächstes Jahr ja kommt, gerecht zu werden. Und da sind wir als
OTC oder auch als Telekom aktuell die einzigsten mit dem 1.0-Zertifikat. Und darauf bauen wir oder ruhen wir uns auch nicht auf, sondern wir wollen jetzt noch weitergehen und auch mit dem BSI C5, also vom Bundesministerium für Sicherheit und Informationstechnik, das C5-Testat im Anfang des nächsten Jahres auch mit zu erreichen. Dann würde ich sagen, hatte ich gesehen, haben wir noch einige Fragen in dem Chat. Auf die können wir dann gerne ja, noch eingehen. Also erstmal vielen Dank an die beiden Referenten, Herr Wagner und Herr Gul, für den spannenden und aufschlussreichen Vortrag. Bevor wir mit der Fragerunde beginnen, der Hinweis an die Teilnehmer, dass wir das Webinar aufgezeichnet haben und Sie sich dann den Vortrag nochmals ansehen können. Daneben sehen Sie unter weiterführende Informationen den Download-Bereich mit interessanten Unterlagen. Damit zur ersten Frage. Wir haben ja gehört, die Open Telekom Cloud lässt kaum Wünsche offen. In Bezug auf die DSGVO fragt man sich, ob die Unternehmen tatsächlich einen Teil der Verantwortung an den Cloud-Provider abgeben und damit in diesem Fall an die Telekom. Frank, ich denke, das wäre ja ein Teil. Die Frage, wer gibt Verantwortung ab an die Telekom, die ergibt sich daraus, wenn ich eine Auftragsdatenverarbeitung eingehe und somit der Geltungsbereich der Datenschutzgesetze eröffnet ist, dann bin ich verpflichtet, Sorgfalt walten zu lassen bei der Auswahl meines Providers. Das geht zukünftig viel besser über Zertifikate als über persönliche Kontrollen vor Ort. Max hatte gerade erwähnt, dass wir diese Trusted Cloud Data Protection Profile Zertifizierung haben, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Und insoweit gibt es dort dann auch unter der Maßgabe der DSGVO sowas wie eine gemeinsame Verantwortung. Das heißt, natürlich ist der Auftraggeber einer Auftragsdatenverarbeitung verantwortlich für den Umgang mit personenbezogenen Daten und auch verantwortlich dafür, welchen Dienstleister er aussucht. Aber der Dienstleister ist auch dafür verantwortlich, dass er genau das liefert, was er salopp gesprochen seinem Auftraggeber versprochen. Danke sehr. Die restlichen Fragen würde ich gern etwas zusammenfassen. Wir haben über den primären Speicherort geredet, doch was ist mit den Backup-Daten? Liegen diese auch hier oder woanders? Zum Beispiel doch in den USA, in China, in Singapur. Diese Liste ließe sich ja endlos fortsetzen. Ein Grund wäre zum Beispiel, dass die Daten woanders billiger gespeichert werden können und hierfür dann anderen Gesetzen und Richtlinien unterlägen. Und wenn dem so ist, wie sieht es dann mit der Datenschutzgrundverordnung aus? Also ich kenne keine Szenarien, wo man sagt, ich muss Daten günstiger speichern und gehe deswegen in die USA und würde das meinem Kunden auch noch verheimlichen. Anspruch ist, Transparenz zu schaffen. Also, lieber Kunde, du erhältst hier eine Leistung und ich mache dir transparent, von wo aus welche Leistungen erbracht werden. Insoweit passt dieses Szenario nicht zu unserem Geschäftsgebaren. Wenn man darüber diskutiert, wo finden denn Backups statt, dann muss man Transparenz schaffen über Verarbeitungsstandorte und das ist unser Anspruch, das zu tun im Rahmen der entsprechenden Produktbeschreibungen. Wie sieht eine Geheimnisträgerübernahme gemäß der neuen Ergänzung zum StGB Paragraph 203 aus? Ich weiß nicht, ob Sie da so tief drin sind und ob Sie das aktuell beantworten können. Ich kann es nicht im Sinne des Fragestellers beantworten, weil der fragt, wird eine Geheimnisträgerübernahme angeboten, ja oder nein? Wir prüfen das derzeit, ob wir das tun können. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass 203 StGB aufgeweicht wurde und zukünftig auch Auftragsdatenverarbeitungsszenarien eröffnen könnte. Wir prüfen das deswegen, weil wir bei einem solchen Angebot unsere Administratoren ja zu Geheimnisträgern entsprechend 203 StGB machen würden und wir müssen überprüfen, wie können wir das entsprechend abfedern? Natürlich halten wir unsere Administratoren für vertrauenswürdig, aber da bitte ich um etwas Geduld, dass wir solche Geschäfte. Und dann möchte ich doch nochmal darauf eingehen, vielleicht nochmal für alle. Also definitiv hat Microsoft bzw.
US-Behörden zum Beispiel keinen Zugriff auf Backups der in der Azure Cloud gelandeten Daten. Sagen Sie es nochmal für alle bitte. Wir müssen segmentieren, ne? Sie sprechen jetzt von Azure Cloud. Ich unterstelle, In Sie dem Trusted meinen Modell. Azure Cloud in der German Cloud-Umgebung, in dem Trusted Modell. Wir fahren, Microsoft, man muss dazu sagen, wir sind Dienstleister, Microsoft verantwortet das Produkt. Deswegen bin ich an der Stelle etwas zögerlich. Aber das Produktionsmodell von Microsoft sieht vor, eine Zwei-Data-Center-Strategie. Es gibt zwei Data Center in Deutschland. Dieses Modell sieht ferner vor, dass für jeden Zugriff eines Microsoft-Mitarbeiters auf diese Cloud-Umgebungen ein Ticket erstellt werden muss. Es gibt einen Servicekatalog, wo solche Tickets gelistet sind, so nach dem Motto, das ist das Ticket, was ich brauche, um administrative Zugriffe zu legitimieren. Mir ist nichts bekannt in diesem Servicekatalog, dass da irgendwelche Zugriffe auf Kundenbackups vorgesehen sind. Das ist das, was ich derzeit beantworten kann. Das geht leider nicht verbindlicher. Die Produktverantwortung liegt Okay, bei da Microsoft. kenne ich mich jetzt gar nicht aus, deswegen stelle ich die Frage einfach nochmal, wie sieht es in Bezug auf die neue Datenschutzverordnung, Grundverordnung aus? Unter folgenden Aspekten: Durchführung von ADV-Prüfungen, Prüfungsrecht Cloud-DL und Datenlöschung, Berücksichtigung von Datenlöschen, Replika und Backup nochmal. Selbstverständlich sind unsere ADV-Verträge transparent. Diese können geprüft werden. Es gibt ein Prüfungsrecht beim Cloud-Dienstleister, etwas eingeschränkt. Wir sagen, es gibt es nicht in jedem Fall, sondern wir ermöglichen ein Prüfungsrecht auf der Ebene von Inzidenz. Wenn tatsächlich was passiert ist, kann jemand kommen, kann gucken. Ansonsten bevorzugen wir eher Zertifikate als dieses Prüfungsrecht in Bezug auf die Datenlöschung in Replikas und Backups. Hängt es davon ab, wie das entsprechende Szenario gestaltet ist. Häufig ist es ja so, dass Sie selbst für Ihre Backups verantwortlich sind und dann ergibt sich die Datenlöschung in den Replikas, in den Backups, so wie Sie Ihr Backup Okay, gestalten. also ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörer, und möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir einen sehr schönen Artikel von der Telekom auf unserer Seite haben, beziehungsweise auch auf Cloud Computing Insider, Data Center Insider. Fragen, die wir hier nicht beantworten konnten, und würden die Referenten aber persönlich beantworten. Dafür gibt es eine E-Mail-Adresse. Die Präsentation steht Ihnen zum Download bereit. Ja, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch, Herr Wagner und Herr Gohl. Tschüss.